Die SMS war einfach nur, ne, von O2. Aber egal, das müsst ihr gar nicht wissen, ne? Wir machen hier weiter mit Prince of Persia. Warrior Within. Und zwar greifen wir hier einfach hinterrücks an, wie in Assassin. Alter, der Dolch ist fucking stark. Da. Guckt euch mal an, wie ich die runtermähe. What the fuck? Oh, bitte hast du auch noch mal so einen Dolch. Ey, aber so langsam brauche ich echt Wasser. Scheiße, Dolch ist tot. Mein Dolch ist tot! Sie ist tot. Weißt du was? Ganz ehrlich. Da du alleine bist, tja, dann nehme ich dich mal fett von hinten. Mann, hast du ein Sixpack oder was? Oder hast du einfach nur geile Kleider? Zack. Habe ich jetzt einen geilen Dolch? Ja, ich habe einen geilen Dolch. Trotzdem müssen wir mal gucken, was hier... Neues Schwert. Trotzdem müssen wir... Oh, neues Schwert. Oh, das benutze ich sofort. Jetzt ist die Frage... Ja gut, wir kommen da hoch. Aber ich glaube, da muss ich gar nicht hoch. Denn ich muss auf die andere Seite. Hier. Rüber. Da, hier ist ein Spalt. Also man merkt auf jeden Fall, jetzt mal einen alten Vergleich zu Prince of Persia War Sense of Time zu machen. Es ist ein bisschen unübersichtlicher. Das bedeutet irgendwie, man hat's nicht so einfach wie schon zuvor. Und genau das habe ich mir gedacht. Run! Bitches. Oh, scheiße. Darüber. Ah, komm schon. Oh, er kommt hier nicht lang. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben hier mal ein bisschen... Der hat hier Sendepause. Ihr habt auch gleich Sendepause, Jungs. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Boah, aber ganz ehrlich, ich brauche so langsam mal Energy. Was hat mich hier gerade zerfleischt? Die Explosion so stark. Oh fuck. Halt. So. Ja, das Schwert ist auch ein bisschen stärker. Sorry, aber ich muss hier jetzt wirklich mal gucken. Sag mal, das ist doch kein Streichholz, das ist ein Dildo oder was? Oh Mann, die werfen hier mit Dildos um sich. So, und wenn ich mich nicht irre... Oh, da unten steht er ja! Was willst denn du, hä? Komm her, komm her, komm her. Gut, wir könnten da rüber. Dann geht's nämlich direkt weiter hier mit Action von der Hacker. Boah, leck. Kommt hier jetzt nicht um die Ecke? Genau, da vorne ist. Und zack. Edgy Badge. Hihihihi. Oh, man darf einfach nur keine Angst vorm Dahaka haben. Hey. So. Oh, war angeblich richtig sofort. Da. Nein, das war falsch. Gut. Probieren wir es über Kreuz, weil über Kreuz klappt es meistens. Zack, zack, Double. Und dann noch der letzte. Mal gucken, was wir jetzt erhalten. Wenn ich mich nicht irre, ist das ein neuer Sandbehälter. Und das ist echt dringend nötig. Ach, fuck, mir fällt gerade was ein, apropos. Zack. Ihr halt neuen Sandbehälter. Juhu. Mir fällt nämlich gerade ein. Ich hab, glaube ich, immer mit dem... Was?
Ich wollte doch nicht nochmal zurück, ey. Okay. Failing. Nee, mir ist jetzt eingefallen, dass ich eigentlich immer mit dem anderen Turm angefangen habe. Denn da kommt praktisch dasselbe. Es geht nämlich darum, wie viele Sandportale ihr durchschreitet. Und das heißt, dann startet ihr hier praktisch im mechanischen Turm mit vieren Sandbehältern. Und das ist einfach einfacher, denn im Wasserturm sind keine Golems. Zumindest keine mir bekannten. Oh ja, trink nicht so viel. Keine mir... Oh, keine mir bekannten und ich kann das Spiel wirklich und... Oh Gott. Ja, das war jetzt natürlich nicht so irgendwie zu zeigen, dass ich es kann. Ich müsste hier einen Wallrun können. Oder kann man hier direkt... Natürlich nicht. Das wäre jetzt epic gewesen, wenn ich das Ding rübergeschleudert hätte. Das Tor war eben noch nicht. Gut. Oh, ich habe mir gerade eben noch gedacht, das war ein bisschen knapp. Das war auch knapp. Ich wollte gerade sagen, komme ich jetzt die ganze Zeit im Rhythmus von dem Scheißding? So, fangen wir einfach mal im Rhythmus neu an. Das klappt schon eher. Natürlich nicht! Junge, konzentrier dich! Oh Mann! Klappt nicht. Das dürfte eigentlich auch nicht klappen. Weil immer wenn ich gerade vorne bin, kommt das Scheißding runter. Weil ich warte jetzt einfach mal, weil so langsam pendelt sich's aus. Das, ich weiß, das dauert jetzt aber, ganz ehrlich, das muss irgendwo sein. Oh, knapp. Ach, hier mal wieder. Moment, ich muss doch bestimmt irgendwas... Oh, in Slow-Mo sieht das richtig geil aus. Wenn ich die Kombo nur wieder hinbekomme, also dass ich weiß, also generell weiß, wie sie geht, dann würde ich die nämlich wesentlich öfters machen. Und kommt euch auch irgendwie so vor? Das ist kein Gegner für mich. Aber irgendwie hält das Schwert hier extrem viel aus. Ja, ich denke, jedes Mal hier oben ist was. Zack, zack. Ach, da kommt noch einer um die Ecke. Das ist kein Gegner für mich. Echt nicht? Ah, gut, okay, gut. Ihr habt schon gewonnen. Och, jetzt ist es auch endlich mal kaputt. Warte mal. Wow, coole Musik. Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber durch das Spiel bin ich echt zum Metal gekommen. Ich weiß, dass ich dich umgebracht habe. Gut. Zack. Also, bei dem Spiel bringt's wirklich eigentlich nichts, dass ihr zum Beispiel mal sagt, dass ich... Ach, kommt ihr mal hier durch, ja? Könnt ihr nicht? Apropos, ich will da jetzt echt mal was gucken. Die sterben da dran, ja.
Habe ich mir fast gedacht. Und du hast eine Axt. Eine glatte Axt, das ist schön. Ja. Ach ja, jetzt wird's richtig geil. Zack. So einfach entgeht man einem Kampf. Aber mir macht das jetzt echt Gedanken, dass ich schon länger kein Lebensupgrade mehr gefunden habe. Ausgezeichnet. Sein Zustand ist in dieser Zeit um einiges besser. Aber wie setze ich es in Gang? Tja, dafür bin ich da. Ach, jetzt wirft er auch noch mit Stein nach mir, der Wichskopf. Moment, es kommt, glaube ich, gleich ein Stein. Immer den da hinten im Auge behalten. Nein, es kommt ein Stein! Warum machst du Slow-Mo jetzt? Ach nee, der wirft keine Steine. Der wirft Hunde. Ihr hättet. Da ist gerade eben ein Hund gespawnt. Nein! Der nächste bitte. Ganz ehrlich, ist da nicht irgendwo ein Brunnen? Oh Mann. Was war das? Ganz ehrlich. Was war das? Ganz ehrlich. Jetzt habe ich schon 4 Sandbehälter, jetzt fail ich trotzdem, ey. Warum hat er die Taste so oft betätigt? Willst du mich verarschen? Ganz ehrlich, ich gucke jetzt, ob ich jetzt nicht hier irgendwo was ist. Das. Ich habe immer so im Gedanken, dass da was ist noch. So, sag es mir jetzt, scheißegal, ich renne jetzt durch, sag. Na, gegen euch will ich nicht. Das ist kein Gegner für mich. Das war auch mal geil. Das ist kein Gegner für mich. Scheiße. Lasst ihr mich bitte hoch? Also nicht unbedingt bitte, aber ihr lasst mich hoch. Wie könnt ihr es wagen, mir entgegenzutreten? Ganz einfach. Ja, ja, schlag mal deinen Freund. Der nämlich jetzt fliegt. Du hörst auf, mich irgendwie zu belästigen. Ich hab lieber eine Axt. Wobei ich eine Axt auch nicht mag. Zack, 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 zack. Einfach nochmal das allerselbe machen. Er darf nicht durchkommen. Der kommt aber durch. Das ist irgendwie so, wie wenn ich die so in Laser reinwerfe. Pussys, ihr seid so stark und dann habt ihr keine Chance gegen Wasser, ey. Hey, komm mal her. Bitch. Oh, bist du in die Stacheln reingerannt? So. Viel kann ich jetzt eh nicht mehr machen in dem Part, ey. Aber ich würde gern... Irgendwo, da kommt ein Hund angeflogen. Ja, und genau das war eben auch auf der anderen Seite, meine ich. Ja, genau. Das wollte ich ja eigentlich... Und wenn er mich jetzt trifft, ist mir scheißegal. Aber ich will hier durch. Das ist mir nicht scheißegal. Toll, jetzt habe ich 2 Sandpelder auf einmal verbraucht wegen dem.
Und die Wand ist immer noch nicht auf. So. Ihr könnt mir gerne folgen, wenn ihr wollt. Oh, scheiße. Was habe ich gemacht? Ganz ehrlich. Was habe ich getan? Was? Ihr kommt mir hier mit rein? Seid ihr denn des Wahnsinns? Danke. Danke, dass ich wegen euch jetzt nicht mehr getroffen werden darf. Sei es nun von euch oder von den Fallen. Oh Mann, das regt mich jetzt echt auf. Weil ich nämlich hier 100 Pro wieder sterbe. Nee, nee, ganz ehrlich. Das ist zu schwer, wenn die mich noch hier alle attackieren. Ich wiederhol's, aber erst in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns hier wieder direkt in der Kammer. Ohne Sandmonster.